Aktualisierungen im Kaufrecht 2022. Hi bei Afterbuy. Das Jahr 2022 hat zwar gerade erst begonnen, aber es warten schon jetzt einige gesetzliche Änderungen auf den Onlinehandel, die unbedingt eure Aufmerksamkeit bedürfen. Lasst uns also keine Zeit verlieren und euch mit den Aktualisierungen im Kaufrecht für das Jahr 2022 vorbereiten. Onlinehändler nutzen Afterbuy, die All-in-One-Lösung für den E-Commerce. 14 Tage kostenlos testen auf afterbuy.de. Dieses Video ist ausschließlich ein unverbindlicher Informationsbeitrag und ersetzt keine Rechtsberatung. Es besteht keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Einzelfragen und verbindliche Antworten wenden Sie sich an einen Rechtsanwalt oder Steuerberater. Alle angesprochenen Änderungen sind bereits seit dem 01.01.2022 in Kraft getreten und damit gesetzlich vorgeschrieben. Ihr solltet eure Leistungsbeschreibungen und AGBs also im besten Fall schon angepasst haben oder spätestens nach diesem Video anpassen. Beginnen wir mit der ersten Änderung, eine neue Sachkategorie für Waren mit digitalen Elementen. Der Handel mit digitalen Gütern wächst unaufhaltsam. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis auch der Gesetzgeber mit neuen Verordnungen darauf reagiert. Dies geschieht nun mit der Implementierung einer neuen Produktkategorie. Die Einführung hat verschiedene verbraucherrechtliche Sonderbestimmungen zur Folge hinsichtlich der Mangelfreiheit, den Kaufrücktritt, des Schadensersatzes und der Verjährung der Ansprüche. Zusammengefasst also auf die wesentlichen Punkte im Kaufrecht. Als Ware mit digitalen Elementen bezeichnet das Gesetz Waren, deren Funktion ohne die Verwendung von digitalen Inhalten nicht erfüllt werden kann. Ein klassisches Beispiel dafür sind Smartphones, Tablets oder Wearables. Einfach ausgedrückt umfasst die Norm alle Arten von Gadgets, die nicht ohne ein Betriebssystem genutzt werden können. Dazu gehören mittlerweile auch smarte Fernseher, Saugroboter, Spielekonsolen oder moderne Kfz-Fahrzeuge, welche ebenfalls mit einem umfangreichen Softwarepaket daherkommen. Der Anwendungsbereich ist also enorm. Händler sind ab dem 01.01.2022 verpflichtet, Käufer dieser Produkte für den Zeitraum der üblichen Nutzungsdauer über Aktualisierungen bzw. Updates zu informieren und diese auch bereitzustellen. Sollte sich der Verbraucher bewusst gegen die Installation entscheiden, ist er selbst für die Folgen verantwortlich. Ihr als Händler müsst ihn lediglich über mögliche Konsequenzen informieren. Die neuen Regelungen erweitern damit die Pflichten für euch als Händler, jedoch sorgen sie auch im gleichen Zug für ein wenig Entlastung und Sicherheit. Nehmt bei Fragen oder Ungewissheiten auf jeden Fall Kontakt zu eurem Großhändler oder Hersteller auf. Letztere setzen sich in der Regel bereits bei der Produktentwicklung mit den Aktualisierungspflichten auseinander. Weitere Infos zur neuen Produktkategorie Waren mit digitalen Elementen findet ihr auch auf den Seiten der IHK und der Bundesregierung. Neue Vertragstypen für digitale Inhalte. Wie ihr sehen könnt, macht die Digitalisierung selbst bei den verschiedenen Varianten von Verträgen nicht Halt. Für Verkäufe von Waren mit digitalen Element gibt es daher nun zwei unterschiedliche Vertragstypen. Vertragstypen ohne qualifizierte Verbindung und Vertragstypen mit qualifizierter Verbindung. Der erste neue Vertragstyp kommt zur Anwendung, wenn keine qualifizierte Verbindung zwischen der gekauften Ware und dem digitalen Element, für die das Produkt gekauft wurde, besteht. Dies ist oft bei Download-Inhalten der Fall, wie zum Beispiel einem Videospiel-Download oder einem E-Book, das ohne das richtige Abspielmedium nicht wiedergegeben werden kann. Der Download funktioniert nicht ohne das digitale Element, also eine Spielekonsole oder ein E-Book-Reader. Auch Streaming oder andere Download-Inhalte wie Videos, Software oder Musik fallen in diese Kategorie. Von diesem neuen Vertragstyp sind daher besonders Verkäufer von digitalen Inhalten betroffen. Der zweite neue Vertragstyp ist die direkte Abgrenzung zum ersten Vertrag und regelt den Verkauf von digitalen Produkten mit qualifizierter Verbindung zwischen der gekauften Ware und dem digitalen Element. Dies ist der Fall, sobald Waren zwar digitale Produkte enthalten, ihre Funktion aber auch ohne sie erfüllen können. Wie zum Beispiel beim Verkauf einer neuen Windows-Software-Version zu einem Dell-Laptop. Der Laptop funktioniert auch mit einem anderen Betriebssystem als Windows und die Windows-Software ist nicht nur für den Dell-Laptop nutzbar. Die Abgrenzung zwischen den beiden Vertragstypen regelt damit die Erfüllung der Leistungspflicht zur Bereitstellung der Güter und die damit einhergehenden Gewährleistungspflichten für Händler. Um alle Auswirkungen an dieser Stelle zu erwähnen, fehlt uns leider ein wenig die Zeit. Ihr könnt sie aber ab dem 01.01.2022 unter dem Paragraphen 327 fortfolgend im BGB nachlesen. Diesen haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt. Eine neue Definition des Begriffs Sachmangel. Bisher galt der Begriff mangelfrei als erfüllt, wenn die Ware der Beschaffenheit entsprach, die die Vertragsparteien unter sich vereinbart haben.
Zukünftig ist es jedoch so, dass der Kaufgegenstand darüber hinaus auch den objektiven bzw. branchenüblichen Anforderungen entsprechen muss. Dies gilt ebenfalls für Anforderungen, die eine Montage voraussetzen. Die Montage muss sachgerecht durchgeführt werden und eine unsachgemäße Umsetzung darf nicht durch den Verkäufer oder eine falsche Montageanleitung entstehen. Im Klartext: Ein Artikel kann sogar mangelhaft sein, obwohl er die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit vorweist. Die objektiven Anforderungen stehen den subjektiven Anforderungen nach dem Gesetzesentwurf obendrein gleichrangig gegenüber. Eine zentrale Frage wird daher in Zukunft sein, ob die subjektiven oder objektiven Anforderungen an der gekauften Sache einschlägig sind. Änderungen bei Kaufverträgen. Bei Kaufverträgen wird es zu vier großen Änderungen kommen. Dazu zählt erstens die Fristsetzung. In Zukunft entfällt hinsichtlich der Geltendmachung von Schadensersatz und Rücktritt das Erfordernis der Setzung einer Frist zur Nacherfüllung. Sobald der Verbraucher den Unternehmer über den Mangel in Kenntnis gesetzt hat, beginnt schon der Fristablauf. Es empfiehlt sich daher, für die Zukunft auch überschaubare Mängel unverzüglich zu beheben, um nicht in die Bedrulle des Rücktritts und der damit einhergehenden Rückzahlung des Kaufpreises zu geraten. Zweitens, Mängelkenntnis des Käufers. Dieser Punkt ist besonders wichtig für Verkäufer von B-Waren, Secondhand-Artikeln oder wiederaufbereiteten Produkten. Wenn ihr noch nicht als Verkäufer dazu zählt, schaut unbedingt in dieses Video rein. Zukünftig müssen Käufer persönlich über die Beschaffenheit und Mängel informiert worden sein. Ein Hinweis in der Produktbeschreibung allein genügt nicht mehr. Durch die Einführung eines Kontrollkästchens, welches der Käufer vor dem Kauf bestätigt, kann im E-Commerce sehr schnell Abhilfe geschaffen werden. Wir rechnen damit, dass bekannte Marktplätze und Anbieter gebrauchter Ware eine ähnliche Funktion zeitnah einsetzen werden. Für den eigenen Onlineshop gilt es jedoch, eigene Lösungen zu finden. Wie das mit dem Afterbuy Onlineshop funktioniert, findet ihr in einem Leitfaden unter dem Video. Drittens, Beweislastumkehr. Die Voraussetzung jeder Gewährleistung ist ein Mangel, der bereits bei Übergabe der Ware an den Käufer vorhanden war. Gesetzlich ist man bisher im Wege der sogenannten Beweislastumkehr davon ausgegangen, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorlag, sofern er in den ersten 6 Monaten angezeigt wurde. Das Zeitfenster der Beweislastumkehr wird in Zukunft von 6 Monaten auf ganze 12 Monate erhöht. Eine Steigerung um 100% gegenüber der alten Regelung. Daraus ergibt sich wieder einmal eine deutliche Stärkung der Rechte für Verbraucher. Viertens, Verjährungsfristen. Die Verjährungsfristen für Mängelansprüche bei Verbrauchsgüterkäufen ändern sich ebenfalls. Sobald ein Mangel innerhalb der regulären Gewährleistungsfrist auftritt, ist dieser erst 4 Monate nach dem Zeitpunkt des erstmaligen Auftretens verjährt. Wenn sich also bei einem gekauften Produkt ein Mangel im 11. Monat zeigt, kann der Verbraucher seine Ansprüche noch bis zum 15. Monat nach Lieferung geltend machen. Das erweitert potenziell die Gewährleistung des Verbrauchers zusätzlich um weitere 4 Monate und für den Unternehmer ist der tatsächliche Zeitpunkt des Auftretens kaum nachprüfbar. Erneut eine Verschiebung des Machtverhältnisses zugunsten der Verbraucher. Das waren die wichtigsten Bestandteile für Händler aus der neuen Reform. Die nächste Frage, ab wann gelten diese? Für Kaufverträge, die vor dem 01.01.2022 geschlossen wurden, ist weiterhin das alte Recht anzuwenden. Für digitale Produkte, die vor dem 01.01.2022 erworben wurden, aber erst nach dem 31.12.2021 ausgeliefert werden konnten, kommt das neue Recht zur Anwendung. Der Zeitpunkt der Lieferung ist also entscheidend. Unternehmer müssen damit schon ab dem ersten Tag auf die neuen Anforderungen und gesetzlichen Regelungen vorbereitet sein. Was müssen Unternehmer jetzt unternehmen? Aktualisiert eure Kaufverträge und passt eure AGBs an die genannten Änderungen an. Wenn ihr nicht selbst herstellt, wendet euch an euren Lieferanten oder an den Hersteller, um diesseitig die Unterstützung und Prozesse abzusichern. Passt euren Onlineshop beispielsweise mit neuen Kontrollkästchen an die neuen Anforderungen an. Für einen noch genaueren Einblick haben wir euch eine Checkliste der Industrie- und Handelskammer Köln in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findet ihr ebenfalls den Link, um die All-in-One E-Commerce-Lösung von Afterbuy kostenlos zu testen. Wenn ihr noch kein ERP einsetzt, das euch als technische Lösung begleitet und euch bestens beim Onlinehandel unterstützt, schaut auf jeden Fall bei uns vorbei. Wir geben euch alle erforderlichen Tools für ein erfolgreiches E-Commerce-Business an die Hand. Wenn euch das Video geholfen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Neben mir findet ihr ein weiteres interessantes Video und darunter könnt ihr den Kanal direkt abonnieren. Drückt am besten auch direkt die Glocke, um keine Informationen aus dem E-Commerce mehr zu verpassen. Wir wünschen euch viel Erfolg für das Jahr 2022 und bis zum nächsten Mal.